Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Myth. Nachdem die letzte Folge leider irgendwie komisch aufgenommen wurde. Ja, weil ich glaube, das Problem ist, dass das Spiel ein sehr seltsames Format hat und irgendwo scheint da was verrückt zu sein. Ich weiß nicht warum. Heute ist es jedenfalls wieder normal. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal, aber ich achte jetzt besonders drauf. Ist mir auch so noch nie passiert. Nun, wir machen jetzt aber jetzt erstmal den Arenaleiter. Auf geht's. Kylo, hallo. Du hast es hier ganz schön schnell hergeschafft. Ich habe gehört, dass ein paar neue Herausforderer angekommen sind, um mich herauszufordern. Ich bin Kylo. Ich bin der erste Arenaleiter, den du auf deiner Herausforderung in Methan treffen wirst. Ich nutze mächtige Feuer-Pokémon, um meinen Gegner zu Asche zu verbrennen. Als der Arenaleiter von Eclipse Village akzeptiere ich deine Herausforderung. Mach dich bereit. Was soll das Kurdel da? Das macht mir Angst. Oh, er guckt. Er guckt, als würde er bald die ganze Stadt niederbrennen. So bist du. Oh, was süß. Das habe ich schon gesehen, ne? Haben wir schon auf einer Route gesehen. Ein sehr feines. Ich mache ihm jetzt nicht so viel Schaden. Das Problem ist, ich habe auch nur so bedingt sehr, sehr effektive Attacken. Auf meinem Wasser-Pokémon, will ich nur sagen, auf meinem Wasser-Pokémon. Habe ich nur sehr bedingte effektive Attacken gegen Feuer-Pokémon. Okay, wir sollten wechseln. Ich will nicht nochmal wechseln. Habe ich nur männliche Pokémon im Team? Wie habe ich denn das geschafft? Ich sehe gerade so, hä? Irgendwas ist seltsam. Okay, auch gut. Wie wäre es mit einer normalen Attacke? Bitte nicht. Nicht knuddeln, nein, danke. Okay, nochmal. Oder auch nicht. Nein! Vielleicht sollte ich einfach mit meinem Boden-Pokémon da durchgehen, das leider keine Bodenattacken kann. Aber immerhin wäre es ein Boden-Pokémon. Ah, oh. Das ist eine schöne Attacke. Dann lernst du die mal statt zu knurren. Niemand will knurrende Schafe. So, das macht mir ein bisschen Sorgen. Das Kurtel, bin ich ganz ehrlich. Er hat drei Pokémon, okay. Oh nein! Wow! Ich denke, wir haben ein Problem. Ich denke, das wird nichts. Oh, komm schon. Oh, natürlich. Warte. Was hat er gerade getan? Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er das gerade wirklich gemacht? Wie wild ist er denn drauf? Danke fürs Verbrennen. Das ist fantastisch. Danke dafür. Er hat sein stärkstes Pokémon hat sich... Okay. Ich dachte, das ist unschaffbar, aber wenn sich das Ding einfach selber in die Luft jagt nach dreimal angreifen, ist das natürlich was anderes. Ha, paralysiert. Ich bin verbrannt, was viel schlimmer ist, aber hey. Gerechtigkeit. Komm mal her. Wirst du gebissen? Oh, komm schon. Das sind alles physische Attacken, oder? Wow. Wow. War das? Was hat er für OP-Attacke auf sein Pokémon? Was passiert hier? Nein! Ich dachte, das Kurtel ist das OP-Pokémon. Ich lag falsch. Okay, was du kannst, kann ich auch. Ah! Ja, läuft nicht so gut, würde ich jetzt mal fast vermuten.
Toll, ich habe gar keine Spezialattacke. Doch, hat das Feuerfänger? Ja. Nun, okay. Ich denke, wir müssen leveln. So ein Wasser-Pokémon, das eine Wasserattacke kann, wäre schon sinnvoll. Alles klar. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Er hatte aber auch... Hä? Warum kann das Wild Charge? Was ist los mit ihm? Das ist ein Vulcano in der ersten Arena. Der soll nicht solche Attacken haben. Ich finde das gar nicht okay. Das ist Level 4. Wie soll ich denn daran leveln? Wie soll ich denn noch leveln? Ich habe nichts mehr zum Leveln. Und hier gibt es keine Pokémon in der Höhle. Nun. Das ist gar nicht mal so gut. Okay, wir machen was zur Entspannung. Da ist nichts. Da ist Müll. Oh, da ist was. Was ist denn das? Oh nein. Oh, es ist nichts Sinnvolles. Mist. Ich hätte gerne ein Fossil. Kann ich nicht ein Fossil haben? Ich finde, ich hätte ein Fossil verdient. Wie viele Mining Kits habe ich denn? Ganz sicher nicht unendliche. Das Problem ist, ich habe nicht gelesen, wie viele Items hier drin sind. Ich habe nicht aufgepasst. Das wird wohl nichts. Nee. Oh doch. Ha. Aber wie knapp. Ah, ja. Okay. Dann machen wir das hier. Zwei Stück. Okay. Komm schon, Fossil. Fossil für Miri. Ich hätte gern Fossil-Pokémon. Das würde vielleicht helfen. Gegen die Feuer-Pokémon. Das wäre sehr fein. Ich finde gar kein Item hier drin. Oh nein. Okay. Das ist kein Fossil. Das ist nichts. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Läuft nicht so gut. Warum habe ich denn... Ich habe aber auch Pech in dem Spiel, damit die richtigen Dinger zu finden, die richtigen Stellen zu finden. Also viel Platz ist jetzt nicht mehr für irgendein Item. Ja, toll. Hä, was für zwei Items? Hier ist vielleicht noch ein... Nein. Ja, dann weiß ich auch nicht. Oh ja, toll. Es war direkt unter dem anderen. Wie hoch ist denn die Chance? Ein harter Stein, toll. Toll. Ich hätte lieber einen weichen Stein. Na gut. Dann auf Wiedersehen. Das Problem ist, selbst wenn ich auf der vorherigen Route jetzt noch ein Pokémon fange, kann ich das ja niemals hochleveln. Selbst wenn es hier noch einen Encounter gibt, der hilfreich ist. Quapse vielleicht. Azurill nicht. Azurill ist ein Baby-Pokémon, das äußerst unhilfreich ist. Im Kampf gegen irgendwas. Das tut sich nur selber weh, aus Versehen. Damit kann man nicht kämpfen. Jetzt lern du doch mal freundlicherweise eine Wasserattacke. Damit wäre uns schon sehr geholfen. Das wäre richtig fantastisch. Ich nehme Quapsel, okay? Das ist kein Quapsel. Ich habe das Gefühl, das ist genau das Gegenteil von Quapsel. Vielleicht muss ich näher ans Wasser ran. Das Problem ist, es levelt halt echt wenig mit Level 4er Pokémon, wie ihr sehen könnt. Ja, das Sonnenkern gibt so wenig XP, das brauche ich gar nicht erst probieren. Quapsel, meets, meets. Was? Okay. Oh nein, ich habe nur 4 Pokébälle. Okay. Ja, Shiny. Shiny Shinux. Herzlichen Glückwunsch. Luxra eigentlich kein Pokémon, das ich so gerne im Team habe. Weil ich finde, es ist zu langsam und hält dafür, dass es so langsam ist, viel zu wenig aus. Aber
An sich, ich mag das Design sehr gerne, aber wie gesagt, ich kann nicht so viel damit, aber es ist golden. Es ist eine goldene kleine Elektrokatze. Wer mag sie nicht? Ich habe meinen eigenen Shiny Haar und das ist viel besser als Zubat. So. Nee, das wollte ich nicht. Wollte ich nicht nachgucken, ob man hier die Tasten nicht eingeben kann, dass ich das mit der Tastatur eingeben kann, weil so ist das ein bisschen nervig. Ich denke, ab nächster Folge habe ich dann auch eure Spitznamen, weil ich nehme ja immer ein paar Folgen so ein bisschen im Voraus auf von einem neuen Projekt und da kann ich das leider nicht immer direkt schon umsetzen, aber ich denke, ab nächster Folge kann ich dann auch sinnvoll Spitznamen verteilen. Wir sollten zurückgehen und einen Pokéball holen. Oder vielleicht auch zwei oder drei. Wer weiß. Falls ich noch einen Shiny sehe, wäre das doof. Hey, aber Shiny. Yay. Ich dachte echt, das ist wieder so ein Spiel, wo die Shiny-Rate erhöht ist und ich finde trotzdem keins. Auch wenn ich lieber Taubsi einen Shiny gehabt hätte, weil mich super interessiert, wie das aussieht. Weil ich kann mir vorstellen, dass das sehr cool aussieht, weil ich finde schon, dass normal ist von den Farben mega. Da kann das Shiny ja nur besser sein. Dürfte ich hier rein, dankeschön. Ich hole es ab. Wen werfen wir dafür raus? Nein. Boah, das ist super schwierig. Ich kann nicht meinen Starter rauswerfen. Ha, du bleibst erstmal drin, weil ich dich nicht leveln kann, okay? Ich kann dich nicht leveln und in der Feuerarena bist du auch nur so semi-hilfreich. Deswegen später, später. Sei nicht traurig. Bitte. Da unten ist der Markt. Ich weiß das natürlich, deswegen ist das gar keine Frage. Warum habe ich 40.000? Was bin ich reich? Warum habe ich so viel Geld am Anfang des Spiels schon? Das ist aber nicht normal. Nee, ich so viele Pokébälle brauche ich nicht. Okay. Das war anders wild. Oh, ich sollte speichern. Wenn man einen Shiny findet, sollte man danach vielleicht speichern. Das ist keine dumme Idee. Renne ich schon wieder nicht? Bin ich aus Versehen auf die Nicht-Renn-Taste gekommen. Aber immer noch nicht das Pokémon, das ich eigentlich möchte. Habe ich auch kein einziges Mal bisher gesehen. Das möchte ich auch bitte nicht in Shiny, okay? Quapsel möchte ich nicht in... Oh, hallo Quapsel, Level 3. Oh, ich habe Premiere-Ball. Hier, willst du da drin bleiben? Nein. Na gut. Dann muss Wolf ran. Hey, das wollte ich mit dir machen. Das ist aber hart illegal. Guck mal, es kann eine Wasserattacke, wie schön. Dann komm mal hier rein. Fies, dass man hier die Pokémon nicht direkt ins Team nehmen kann. Das bin ich halt jetzt schon so gewohnt von den ganzen Fangames. Das ist seltsam, wenn es plötzlich nicht mehr geht. Es wäre schön, wenn ich hier Pokémon heilen könnte. Das wäre sehr hilfreich. Ich glaube halt, außer zum Pokémon fangen, brauche ich diese Taube nicht unbedingt. Weil ich habe schon ein Flug-Pokémon. Da muss das nicht unbedingt sein. Ich schaue mal in der Arena nach, ob ich da vielleicht nochmal Pokémon-Begegnungen irgendwie triggern kann. Wenn ich da mit den Büchern rede. In welchem Buch war denn was drin? Aber ich glaube irgendwie nicht. Nee, das ging nur einmal. Also, das ist halt echt Mist hier zum Leveln. Das muss ich einfach sagen. Es ist Mist hier an dieser Stelle gerade. Es kann nicht sein, dass ich hier in der Arena kämpfen muss mit so hochleveligen, starken Pokémon. Und die einzige Route, die ich zur Verfügung habe, hat nur Pokémon mit Level 4. Das ist ein bisschen hart. Ja, ist klar. Hallo, Quapsel nochmal. Kommst du mal nach? Du kommst
nicht nach vorne. So, jetzt. Vielleicht gab es hier drin stärkere Pokémon, aber ich... Ich bezweifle es. Aber wir gucken mal, vielleicht. Level 6, hey! Hey, guck mal. Direkt 3 Level mehr als das, was ich hier auf der anderen Route gefangen habe. Okay. Aber immer noch halb so viel, wie was meine Pokémon inzwischen haben. Das ist schon echt. Nun. Fies ist das. Level 5 ist es schon. Na, immerhin. Das war nicht, was ich drücken wollte. Man sieht in dem Menü sehr schwierig, welchen Menüpunkt ich gerade ausgewählt habe, finde ich. Aber naja. Level 7 haben wir schon. Na, hier geht das doch mit dem Leveln. Ein bisschen schneller als... Das war die Attacke, die ich einsetzen wollte. Ganz eindeutig. Definitiv. Man kann ja zum Glück hier das Spiel beschleunigen. Dadurch geht das mit dem Leveln auch relativ easy. Das ist schön. Ich finde immer Fangames, in denen man nicht beschleunigen kann, richtig nervig. Ich finde auch die Hauptspiele richtig nervig deswegen. Weil ganz ehrlich, wenn ich 50 Mal gegen wilde Pokémon kämpfen muss, um zu leveln, habe ich keine Lust, jedes Mal alles zu sehen. Wie mein Pokémon rausgeht, wie ich Attacken einsetze, das ist alles... Danke fürs Vergiften. Das ist auch... falls du dich gewundert hast. Das hat gar keinen Schaden gemacht. So. Level 9, sehr schön. Kann man auch schon was anfangen so mit so langsam. Wann entwickelt sich das erste Mal? Ich bin ehrlich, Quapsel ist kein Pokémon, das ich schon sonderlich oft in meinem Team dabei hatte. Ich guck mal eben nach, während ich hier kämpfe. Aber ich glaube nicht mit unter Level 15. Kann ich mir nicht vorstellen. Ha, Level 25. Nee, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Das dauert noch etwas. Und könnte mein Riolu vielleicht auf Level 15 einfach so fein sein und eine Bodenattacke lernen? Habe ich was gegen Vergiften? Noch gar keine Beeren. Ich kann mir auch nichts gegen Vergiftung kaufen. Okay. Und ich weiß nicht, ob die Pokémon hier automatisch heilen. Und wenn Riolu sich auch mit Freundschaft entwickelt in dem Spiel, dann wäre das doof. Das ist jetzt schon einmal im Arena-Kampf down gegangen. Das war schon blöd genug. Will ich nicht riskieren. Und ich bin ja reich. Oh, okay. Ich hab's nicht gelesen. Es ist jetzt down gegangen. Nee, es hat die Vergiftung überlebt. Okay. Gut. Hätten wir uns nicht die Mühe machen müssen, egal. Ich hätte das schon gerne auf Level 10 oder 12 oder so. Das kleine Quapsel. Und dann kann es hoffentlich ein bisschen was reißen. Das war nicht, wo ich hingehen wollte. Sonnenkern. Ach, ich dachte, vielleicht kann Quapsel kämpfen gegen das, was da auftaucht, aber nicht gegen Sonnenkern. Na gut. Ja, jetzt bin ich eh schon hier. Dann können wir auch hier suchen. Vielleicht finde ich ja Shiny Arbok. Retter natürlich noch. Auf meine Pokémon vergiften zu wollen, das ist uncool. Sehr schön. Riolu hat keine Bodenattacke auf Level 15 gelernt. Toll, Riolu. Deswegen müssen wir auch noch eigentlich ein bisschen leveln. Vielleicht lernt das ja eine Wasserattacke bis Level 15. Das Wasser-Pokémon. Oh, das kriegt auch gar keine XP mehr. Ach, herrje. Okay. Rettern kann ich auf jeden Fall damit besiegen. Das ist kein Problem. Das geht gut. Hallo? Hallo, ich laufe hier zwischen zwei Wänden die ganze Zeit hin und her. Gibt's keine Pokémon. Auf der Treppe. Hat es mich einfach angegriffen auf der Treppe. Das ist ja fies. Oh, das sieht aber gut aus. Ach, okay, doch nicht. War nur der Zufallswert. Ich hatte mich schon gewundert. Super. Du könntest Shiny sein, das wäre nur gerecht. Aber ich will nicht das gleiche Shiny wie mein Rivale. Das wäre ja voll langweilig.
Du. Mach mal was. Du darfst jetzt mal kämpfen. Ha, ich bring das jetzt ein Level hoch. Würde ich sagen. Oder ich gehe aus Versehen hier raus, weil ich eins zu weit drüben war. Vielleicht lernt es eine Wasserattacke, vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Das wäre sehr nett. Wasserattacke. Na gut. Ist fies, aber kann man nichts machen. Ich muss eben was nachgucken. Und zwar die Fähigkeit, die das hat. Heißt das, das kann Explosion gar nicht einsetzen, das Quirtle? Oder heißt das, ich kriege keinen Schaden durch Explosion? Das wäre die Frage. Und das wäre sehr interessant zu wissen. Ich weiß es nicht. So wie es da steht, hört es sich aber nämlich irgendwie an, als würde man nur keine Explosion einsetzen können. Aber das wäre doof. Allein, dass der Typ lauter OP-Attacken auf seinen Pokémon hat und Bären. Das ist auch schon fies genug, finde ich. Ja, das wollte ich. Das Problem ist, dass die Taste doppelt belegt ist. Das ist ein bisschen dumm. Na gut. Ein neuer Versuch. Sonst muss ich nochmal offscreen ein bisschen leveln. Wenn das jetzt wieder nichts wird. So, wir kommen zurück. Ja, er ist halt voll OP. Die Leute, die das Spiel gemacht haben, sind sich bewusst, was ich für Rotz-Pokémon in der ersten Arena habe, oder? Das wissen die schon, was man da so für Pokémon normalerweise hat. Hör auf, dich zu boosten. Ja, natürlich trifft er weiter mit Flame Charge. Ey, wenn ich zweimal mit Sandwirbler getroffen werde, treffe ich nichts mehr. Mhm. Oh, guck mal, die Bäre. Hey, seine Attacke ist jetzt einmal daneben gegangen, seit ich Sandwirbler eingesetzt habe. Das ist ja... Oh, guck mal, direkt nochmal. Jetzt habe ich aber richtig Glück hier. Oh. Warum kann das Knuddler? Können wir darüber reden? Okay, aber die Pokémon scheinen wirklich nicht mehr weiter zu leveln nach Level 15. Das ist ja schon schön. Torkoal. Nein. Hallo. Nein. Okay, es ist instant explodiert. Nun. So kann man das natürlich auch machen. Feuriobel, ja. Tschüss mit Tackle. Na gut. Auch schön. Das Quirtle einfach instant weg. Was verbrennst du mich? Ah, oh, es hat sich selbst besiegt. Diesmal ist es so viel besser gelaufen. Nur dank Quapsel. Definitiv. Nur Quapsel ist daran schuld. Du hast diese Arena in Flammen gesetzt. Du verdienst diesen Orden. Oh nein, was? Feurio entwickelt sich. Okay, ich bin gespannt. Okay, es sieht ein bisschen seltsam aus. Ich habe Angst. Ich bin doch nicht gespannt. Jetzt habe ich Angst. Oh, was hat das für deinen Totenkopf? Oh, es sieht aus wie ein Imp oder so. Herzlichen Glückwunsch, dieser Orden gehört dir. Den Nova-Orden. Ja, sehr schön. Da hat sich das ganze Level noch gelohnt. Das hier ist für dich vielleicht in Zukunft nützlich. Hm, naja. Ich glaube an dich, Miri. Geh weiter nach Süden von hier aus und finde den Weg nach Fairloom City. Dort wartet deine nächste Herausforderung. Okay, cool. Gut, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut. Und Mirio.